Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Göring-Eckardt, ich frage mich wirklich, warum Sie diese Rede hier im Deutschen Bundestag gehalten haben. Wenn ich mir die Situation in Europa anschaue, dann fällt mir vor allen Dingen eines auf, dass nämlich eine Regierung, nämlich die deutsche Bundesregierung und die Bundeskanzlerin ganz namentlich, mehr als alle anderen sich dafür eingesetzt haben, dass das europäische Problem der Flüchtlinge und der Migration auch europäisch gelöst wird. Und das, was Sie als kleine Schritte bezeichnet haben, etwa das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei, das ist ja auf niemanden anderen Engagements zurückzuführen als auf das der Bundeskanzlerin. Und deshalb frage ich mich, warum Sie dieses Engagement, warum Sie diesen Einsatz nicht dort bringen, wo er tatsächlich notwendig wäre. Denn es ist beispielsweise so, lassen Sie mich zunächst ein paar Sätze sagen und dann können Sie sie ja gerne kommentieren. Weil es eben gerade so ist, dass es darum geht, dass wir für diese Aufgabe eine gemeinsame Lösung finden. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Man muss eben nur berücksichtigen, wie die Rahmenbedingungen sind. Und wenn Sie sich anschauen, dass Deutschland hier nicht als ein isoliert zu betrachtender Akteur auf internationaler Bühne tätig ist, sondern dass wir eben gerade in den letzten Wochen und Monaten eine Situation hatten, in der 28 Mitgliedstaaten, in der die Europäische Kommission jeweils Partikularinteressen vertreten haben, in der nicht der einigende integrationsorientierte Geist, der eigentlich die Europäische Union zusammenhalten sollte, geprägt hat, sondern Einzelinteressen. In einer solchen Situation ist es, glaube ich, notwendig, dies zu überwinden, zur Solidarität wieder zurückzukommen und auch dafür zu sorgen, dass diejenigen, die nicht unmittelbar selbst betroffen sind, dass die auch tatsächlich in die Überlegungen einbezogen werden. Und genau das war der Weg der Bundesregierung, eine Lösung nicht nur für das eigene Land zu finden, eine Lösung nicht nur für sich selbst, sondern für alle europäischen Länder, die davon betroffen sind. Wenn ich versuche, in Ihrem Antrag, der wenig Erhellendes und eigentlich nichts Neues beinhaltet, mal genau anzuschauen, dann fällt mir natürlich auf, dass da durchaus sinnvolle Akzente gesetzt werden. Ja, es ist richtig, dass wir denen, die schutzsuchend nach Europa kommen, auch Aufnahme geben. Wobei dabei geht es um die Flüchtenden, dabei geht es um Flüchtlinge und eben nicht um Arbeits- und Wirtschaftsmigranten. Da müssen wir, glaube ich, sehr genau unterscheiden. Und bei denen, die hier bleiben können, brauchen wir auch eine angemessene Lastenverteilung in Europa. Herr Kollege Frey, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Baerbock. Ja, bitteschön. Frei. Sie haben jetzt ja mehrfach betont, warum wir diesen Antrag stellen und warum wir ihn hier stellen. Wir waren ja gestern auch zusammen im Europaausschuss und hatten den UNHCR zu Gast. Und die haben ja sehr deutlich gemacht, dass es ein großes Problem gibt. Und das ist ja der erste Punkt in unserem Antrag, dass von den 160.000, die zugesagt wurden zur Umverteilung, eben eine Handvoll erst umverteilt wurde und dass vier Länder ihre Quoten aufgenommen haben und Deutschland nicht darunter ist. Deswegen die Frage, die wir ja auch im Ausschuss immer wieder thematisiert haben, an Sie als Regierungsfraktion zurück, wenn Sie sagen, Sie wissen nicht, was wir jetzt Deutschland überhaupt tun sollen und können. Wie und wann werden Sie sich dafür einsetzen, dass Deutschland die zugesagten Menschen, die aus Griechenland, zum Beispiel aus Idomeni, umverteilt werden, hier in Deutschland ankommen? Und warum bringen Sie da keine eigenen Vorschläge auf den Weg? Also zunächst einmal, Frau Kollegin Baerbock, ist es so, dass Deutschland seine Zusagen auch bei diesem Thema einhalten wird. Aber ich bitte Sie einfach zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte Sie einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass im vergangenen Jahr 2015 1,5 Millionen Flüchtlinge nach Europa gekommen sind und davon 1,1 Millionen nach Deutschland. Sie haben vorher, Frau Göring-Eckardt, in Ihrer Rede gesagt, dass Griechenland und dass Italien überfordert sei. Dann schauen Sie sich mal die Vergleichszahlen an. Im vergangenen Jahr gab es in Italien 60.000 Asylbewerber. Und dieses Jahr sind 28.000 Menschen in Italien angekommen. Wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, dann sehen Sie jedenfalls, wo der Schwerpunkt der Aufnahme von Flüchtlingen stattgefunden hat in Europa. Und deswegen ist diese Fragestellung aus meiner Sicht falsch. So, jetzt würde ich fortfahren mit meiner Rede und darauf hinweisen, dass es natürlich am Ende des Tages auch darum geht, dass es zwei Seiten einer Medaille sind.
dass es zum einen darum geht, diejenigen zu schützen, die schutzbedürftig nach Europa kommen, dass es darum geht, sie in Europa gleichmäßig und nach objektiven Kriterien zu verteilen, dass das aber auch nur dann gelingen wird, wenn wir eine Begrenzung, wenn wir eine Reduzierung und wenn wir eine Steuerung und Ordnung der Migration nach Europa erreichen und hinbekommen. Anders wird dieses Ziel nicht erreichbar sein. Und deswegen war es richtig, internationale Abkommen zu schließen, dafür zu tun, mehr an Grenzschutz aufzuwenden, ganz im Gegensatz zu dem, was Sie in Ihrer Rede, Frau Göring-Eckardt, gewünscht hatten. Und unter diesen Voraussetzungen wird es gelingen, diese Aufgabe zu bewältigen. Denn es ist doch vollkommen richtig. Es geht nicht nur um die Balkanroute, es geht nicht nur um die Türkei und den Nahen und Mittleren Osten. Wenn man sieht, dass allein in Libyen 1 bis 1,2 Millionen Flüchtlinge auf gepackten Koffern sitzen, wenn von den 60 Millionen weltweit Flüchtenden, von denen die UN spricht, etwa ein Drittel auf dem afrikanischen Kontinent ist, wenn die Bevölkerung in Afrika bis 2050 sich auf mehr als 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln wird, und damit 5-mal größer sein wird als die Bevölkerung der Europäischen Union, dann ist doch klar, dass man allein dadurch die Probleme nicht bewältigen wird können, sondern dass es auch darum geht, dass man Fluchtursachen bekämpft und dass man nicht nur sichere Wege nach Europa schafft, sondern vor allen Dingen in den Herkunftsländern hilft. Und das tun wir, liebe Frau Vogler. Wenn Sie sich anschauen, die Geberkonferenz in London Anfang Februar, wo 9,7 Milliarden Euro gesammelt worden sind und Deutschland mit 2,3 Milliarden Euro der bilateral größte Geber war. Wenn Sie sich ansehen, dass wir nicht nur dafür sorgen, dass die Ernährung in den Lagern rund um Syrien sichergestellt ist, sondern auch Perspektiven für Bildung, für Arbeit, Cash for Work beispielsweise, für Gesundheitsversorgung und anderes mehr gegeben wird, dann glaube ich, dann ist unsere Politik exakt richtig. Und wenn Sie darüber hinaus sehen, dass wir nicht nur in den Anrainerstaaten Syriens uns engagieren, sondern beispielsweise auch mit der Flüchtlingsfazilität an die Türkei einen eigenen Anteil von 430 Millionen Euro aufwenden, dann ist es exakt die Politik, die richtig ist, um die Herausforderungen zu bewältigen. Und ich will an dieser Stelle... Frei, gestatten Sie noch eine weitere Zwischenfrage der Kollegin Hensel. Bitte schön. Ja, danke schön, Herr Kollege Frei. Ich wollte da einfach noch mal nachhaken, weil Sie jetzt so ja eigentlich auf das wichtigste Thema gekommen sind, nämlich die Bekämpfung von Fluchtursachen. Und Sie haben ja in dem Zusammenhang auch den afrikanischen Kontinent erwähnt. Aber Sie heben jetzt nur darauf ab, ja, wir machen hier ja Entwicklungspolitik, wir finanzieren ein paar Projekte und so weiter, aber Sie müssen doch endlich mal an die Ursachen, an die wirklichen Ursachen und die strukturellen Ursachen gehen. Deswegen, warum auch viele Menschen aus Afrika zum Beispiel nach Europa kommen, wegen der Perspektivlosigkeit, für die die Europäische Union mit ihrer Handelspolitik zum Beispiel verantwortlich ist. Und da hört man von Ihnen eben überhaupt gar nichts. Im Gegenteil, jetzt geht es um die neuen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, sozusagen TTIP, eine Art TTIP für Afrika. Ja, da stimmt das Kabinett zu. Da machen Sie mit. Sie machen genau denselben Handel weiter. Es gibt keine Initiative der Bundesregierung auf europäischer Ebene, endlich mal eine gerechte Handelsstruktur zu befördern, die nämlich Menschen eine Perspektive in ihren Ländern ermöglicht. Im Gegenteil, es wird so viel zerstört durch europäischen Handel. Warum ist es bei Ihnen kein Thema? Weil ich wahrscheinlich im Gegensatz zu Ihnen davon überzeugt bin, dass Freihandel dazu führt, dass für alle Beteiligten mehr Wertschöpfung, mehr Arbeitsplätze, mehr Wohlstand entsteht. Und das bringt mich dann tatsächlich zu einem weiteren Punkt, der im Antrag der Grünen drin ist, wo beispielsweise darauf eingegangen wird, dass es in Deutschland zu Wohlstandsverlusten im Volumen von 77 Milliarden Euro in den kommenden 10 Jahren durch Grenzkontrollen geben könnte. Und es ist natürlich total unglaubwürdig, wenn man andererseits
mit allen Möglichkeiten gegen ein Freihandelsabkommen mit Nordamerika sich engagiert und einsetzt, wo umgekehrt klar ist, dass mit jeder Milliarde zusätzlichen Export zwischen 5.000 und 7.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Und das ist grundsätzlich etwas, was immer gilt und richtig ist. Deswegen ist Freihandel, der in einen ordentlichen Rahmen gebracht ist, etwas Positives und etwas Gutes, und zwar für alle Seiten. Lassen Sie mich ganz zum Schluss noch auf einen Punkt eingehen, der mir in diesem Antrag der Grünen auch unangenehm aufgefallen ist. Nämlich die Forderung, dass die Europäische Union die Mitgliedstaaten in den Bereichen von Kitas, von Ausbildung, von Schule, Universitäten, von Gesundheitsversorgung, von psychosozialer Betreuung und anderen Dingen unterstützen sollte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nein, es geht um folgenden Punkt. Jede Ebene hat ihre Zuständigkeiten. Und das, was Sie in diesem Antrag letztlich fordern, das ist ein bürokratisches Monstrum Europa. Das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen, dass sich Europa um die wichtigen und entscheidenden Fragen kümmert. Und das geht nur, wenn man letztlich auch die Subsidiarität berücksichtigt, wenn man letztlich auch dafür sorgt, dass Aufgaben, die andernorts anzusiedeln sind, dort letztlich auch erledigt werden, egal ob kommunal, ob regional oder eben auf nationaler Ebene. Und deswegen glaube ich, es ist richtig. Europa muss die richtigen und die großen Fragen klären. Wenn es sich aber an den kleinen Fragen verhebt und verschluckt, dann ist dem Ganzen ein Bärendienst erwiesen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulla Jeltke, Fraktion Die Linke.